Laut Statistik sind etwa ein Drittel der Deutschen Atheisten, Tendenz steigend. Blaise Pascal war einer der genialsten Mathematiker und Physiker des 7. Jahrhunderts. Der geborene Franzose stellte eine erstaunliche Theorie auf, die verdeutlicht, dass ein Atheist, der nicht an Gott glaubt und auch dementsprechend gottlos lebt, am Ende seines Lebens nichts zu gewinnen hat, während ein Gläubiger nur gewinnen kann, aber nichts verliert. Blaise Pascal stellte folgende eindrucksvolle Theorie auf, welche eine Analyse der Möglichkeiten aufzeigt. Ich zitiere: Man glaubt an Gott und Gott existiert. In diesem Fall wird man belohnt. Man hat gewonnen. Man glaubt an Gott und Gott existiert nicht. In diesem Fall gewinnt man nichts, verliert aber auch nichts. Man glaubt nicht an Gott und Gott existiert nicht. In diesem Fall gewinnt man ebenfalls nichts, verliert aber auch nichts. Man glaubt nicht an Gott und Gott existiert. In diesem Fall wird man bestraft. Man hat verloren. Aus dieser Analyse der Möglichkeiten folgerte Pascal, dass es besser sei, bedingungslos an Gott zu glauben. Wenn ich also an Gott glaube und auch dementsprechend lebe, wie Gott es geboten hat und wie der Messias es vorlebte, und Gott am Ende nicht existiert, dann habe ich nichts verloren, weil ich ja eh für alle Ewigkeit tot wäre und somit gar nicht wüsste, dass ich mich getäuscht habe. Abgesehen davon würde es weder uns noch unsere Mitmenschen schaden, wenn wir uns allein an die 10 Gebote halten und nicht töten bzw. morden würden. Wenn Gott aber existiert und mir das ewige Leben schenkt, welches ja wohl das beste Geschenk des Universums ist, dann habe ich gewonnen, nämlich das ewige Leben in Gottes Gegenwart. Und wenn man, wie gesagt, nicht an Gott glaubt und dementsprechend gottlos lebt, dann hat man am Ende seines Lebens nichts zu gewinnen, egal ob es Gott gibt oder nicht. Und da Glaube nichts kostet, wäre es sehr bedauerlich, wenn wir dieses kostenlose Angebot des Messias ausschlagen, uns gegen das ewige Leben entscheiden und stattdessen glauben, dass wir nicht mehr sind als ein moderner Affe. Der Jude Albert Einstein gilt als einer der bedeutendsten Physiker des 20. Jahrhunderts. Er sagte in einem Interview mit George Sylvester Viereck am 26. Oktober 1924 folgendes über den Messias. Viereck fragt: In welchem Ausmaß sind Sie vom Christentum beeinflusst? Ich bin Jude, aber ich bin bezaubert durch die strahlende Figur des Nazareners. Haben Sie Emil Ludwigs Buch über Jesus gelesen? Emil Ludwigs Jesus, antwortete Einstein, ist schwach. Jesus ist zu gewaltig für den Stift von Phrasendreschern. Akzeptieren Sie die historische Existenz von Jesus? Unbestreitbar. Niemand kann die Evangelien lesen ohne das Gefühl der aktuellen Gegenwart von Jesus. Seine Persönlichkeit pulsiert in jedem Wort. Kein Mythos ist mit solch einem Leben angefüllt. Ludwig Levison behauptete in einem seiner letzten Bücher, dass viele der Aussprüche Jesu Umformulierungen der Aussagen von anderen Propheten wären. Niemand, antwortete Einstein, kann die Tatsache verneinen, dass Jesus existiert hat, noch seine Aussprüche wunderschön sind. So hat niemand diese so göttlich ausgedrückt wie er. Ich glaube dem, was Einstein sagte. Ich glaube auch dem, was Isaac Newton sagte, der genauso hundertprozentig von der Bibel überzeugt war, wie es sich für einen Christen gehört. Wer nicht an Wunder glaubt, scheint wohl nicht zu begreifen, dass der Mensch selbst ein Wunder ist. Gott oder das Zufallsprinzip hätte uns ja auch ohne Augen erschaffen oder hervorbringen können, dann wäre dies aber eine ganz schön finstere Welt hier auf Erden. Doch Gott gab den Menschen das Augenlicht, damit sie die Schöpfung Gottes erkennen. Er gab uns zwei Beine, damit wir nicht irgendwie hier rumhüpfen müssen. Er gab uns Ohren und eine Zunge, damit wir kommunizieren können. Und wer glaubt, dass wir das Produkt eines Zufalls sind, der vermag zwar mit den Augen zu sehen, doch sein Verstand und sein Herz sind blind für die Wahrheit der Heiligen Schrift, die im Psalm 53, Vers 2 sagt: Der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Und doch, es gibt ihn. Amen.